FC Meuselwitz von Beginn an. Der Gastgeber versucht, seine angesprochenen Abwehrprobleme mit mutigem Offensivspiel zu kaschieren. Boczek hatte da die erste Chance, weil Wolfsburgs Schlussmann Däumeland Unsicherheiten zeigte. Die Meuselwitzer, sie hatten offenbar Wolfsburgs Schlussmann schnell als Schwachstelle erkannt. Denn sobald sich die Chance bot, zogen sie ab, wie hier Carsten Weiß. Und tatsächlich offenbart VfL-Keeper Däumeland Schwächen, die Bälle festzuhalten. Gute Viertelstunde vorbei. Ganz schön was los hier in der Blue Chip Arena. Vom Tabellenzweiten VfL Wolfsburg allerdings noch nichts zu sehen. Weiter drückt der ZFC Meuselwitz. Das ist Kapitän Oswald. Sucht Boczek und der findet Weiß. 1:0 für den Zipsendorfer Fußballclub durch Carsten Weiß. Das Rezept, es aus der Distanz zu probieren, ja, das hatten sie verinnerlicht. Boczek mit der schönen Brustablage und dann Weiß direkt ins Wolfsburger Tor. Der Tabellenzweite muss nach dem Rückstand mehr machen. Wollte man hier nicht eine böse Überraschung erleben. Abwehrprobleme wieder bei den Zipsendorfer. Und zum Glück steht der Wolfsburger Angreifer bei dieser Szene im Abseits. Wolfsburgs Trainer Lorenz Günther Köstner wird das nicht anders gesehen haben. Halbe Stunde in der ersten Halbzeit vorbei. Meuselwitz agiert fortan aus einer leichten Konterstellung. Boczek, wieder Unsicherheiten, Däumeland. Und dann ist es Oswald, abgepfiffen von Schiedsrichter Michael Völk aus Kronach. Er entschied auf Handspiel des Meuselwitzer Kapitäns. Zu Recht, wie man hier sieht. Das Spiel, es wurde zwangsläufig offener. Freistoß für Wolfsburg. Da fehlte es allerdings an der nötigen Präzision bei diesem Versuch von Kevin Wolz. Freistoß auch auf der anderen Seite. Und wieder versucht man, Däumeland in Verlegenheit zu bringen. Weinert mit dem Lattenschuss und dann Boczek per Kopf. Aber der Treffer zählt nicht. Boczek stand vorher im Abseits. Wir können es nicht hundertprozentig auflösen. Meuselwitz macht das heute richtig gut. Und dann wieder Aufregung. Ein Handspiel. Strafstoß fordern da die gut 700 Zuschauer zu Recht. Wie man hier sieht, es hätte Elfmeter für Meuselwitz geben müssen. Damian Hallata beruhigt seine Bank. Aufregung hier zur Halbzeit. Spielstand 1:0 für den Außenseiter. Und Damian Hallata noch mit ein paar erklärenden Worten zur Halbzeit. Zweite Halbzeit, gleiches Bild. Boczek steigt da hoch. Und 2:0 für Meuselwitz. Aufregender Wiederbeginn. Tolle Flanke von Riese und in der Mitte steht einer, der den Namen verdient. Boczek mit dem 2:0. Dann Einwurf für die Gäste. Das Spiel plätschert mal ganz kurz dahin und plötzlich leistet sich Oliver Dix einen Fauxpas. Der Anschluss für die Wolfsburger durch den eingewechselten Sebastian Polter. Ein relativ harmloser Ball wird hier zum Spannungsbeschleuniger. Denn noch sind gut 15 Minuten zu absolvieren. Aber wir springen in die letzte des Spiels. Wolfsburg schmeißt noch mal alles nach vorn. Für sie war klar, wenigstens einen Punkt wollen sie hier mitnehmen. Freistoß für die Gäste. Damian Hallata kann es nicht fassen. Die letzte Szene. Es bleibt dabei. Meuselwitz gewinnt mit 2:1 und sichert sich drei Zähler.